Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu unserem neuen Video. Entschuldigung, dass gestern der Vlog vom Hoffest zu spät angelaufen ist. Gestern, heute ist Montag, der 10. Juni. Wenn ihr das Video seht, war es nicht gestern, sondern letzte Woche. Aber ich habe ja bis Mittag, Sonntagmittag gefilmt. Und dann wollte ich das aktuelle Material verarbeiten und deswegen ist das Ganze ein bisschen später geworden. Hier wird fleißig aufgeräumt. Mit Hoflader, Anhänger, Sackkarre. Unsere Maschinen haben wir schon dahin zurückgebracht. Kevin, haben wir alle Maschinen schon wieder zurück von uns? Oder alles weg? Alle Maschinen schon wieder weg? Ja, spritze ich hier noch für jetzt, ne? Aber sonst. Oh, die können ja auch hier reingefahren werden. Genau, das ist auch eine Idee. Sonst noch alles weg, weiter. Jetzt zieht langsam wieder Normalität ein hier. Kevin? Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Das weiß ich doch nicht. Wie fandest du das Hoffest? Gut. Trotz der ganzen Arbeit, trotz dem ganzen Aufräumen. Nee, schon, das war nicht so gut. Aber ist geil, wenn es so ist, oder? Wenn es so bleibt. Und Christian, nächstes Jahr wieder? Ja, wenn das Aufräumen nicht wäre, dann ja. Hoffest an sich war gut. Ja. Doch, war ein Jahr. Also, ist ja auch geil, wenn viele Leute da sind und dann weiß man ja auch, wofür man es gemacht hat. Feedback war ja auch echt cool. Und masse coole Gespräche geführt und so fand ich auch. Also das war schon... Das ist so. Wir durften nur in den 260er fahren. Das wollte ich auch jetzt gerade noch. Also wir machen nächstes Jahr kein Hoffest, aber ich habe noch eine Viertelstunde bis Mittag. Bevor der abgeholt wird, will ich da auch noch mal eine Runde mitdrehen. Was? Wo ist der? Ich hätte ihn auch bei dir aus der Tasche geprügelt zur Not. So. Ei. So, geht der Sitz noch ein Stück weiter nach hinten? Nö, oh, das geht auch. Lenkrad verstellen. Nach unten. Nee. So. Hä? Ah. Mit Fußpedal. Guck an. So, wir treten da unten drauf, dann bleibt es so, wie es ist. So. Das ist ja auch geil. Handy laden. Jetzt müssen wir noch den Zündschlüssel finden. Da. Yes, es ist das leise. Probefahrt machen oder? Achso. Irgendwo hier? Aus? Kann man auf dem Fernseher auf Netflix gucken, weißt du das? Liebes New Holland Team, wenn man auf dem großen Bildschirm hier Netflix gucken kann, dann meldet euch mal bitte bei uns. Dann muss man die Kamera vorne anfangen, das ist ganz komisch, das Gefühl. Wo gehen die denn an? Das steht irgendwo. Guck mal hier. Wenn du dann fährst, das ist irgendwie ganz... Ach du liebe Zeit. Schon so ein bisschen irgendwie spooky. Aber hier. Die Soundanlage hier. Hier ist auch eine extra Fernbedienung dafür. Ja, ich habe gesehen, hier ist ja auch, aber ist das Ding denn gleichzeitig mit dem, mit dem Radio verbunden? Nee. Nee, Strom drauf. Du kannst dein Handy reinlegen und dann legen das über dieses Kontaktdose. Ja, genau, nur zum Laden aber. Genau. Nur noch wahrscheinlich Bluetooth oder so. DAB Plus.
fett. Schon dicke Bude. Ist so. Also wir wären bereit, oder? Auf jeden Fall. Aber wir brauchen zwei. Warum? Weil ihr euch sonst verprügelt kriegt, wer fahren darf. Genau. Einer geht nicht, wir brauchen immer zwei. Und was mit dem Chef? Wir brauchen zwei. Viel Spaß. So, vorne der Klotz ist hoch, hinten müssen wir erstmal den Grummer anheben. Huhuhuhu. Das ist aber ein schwerer Hund. Alter Schwede. Das ist mega. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe mal auf so einem Vogel gesessen auf der Norder in Rendsburg. Und das war schon irgendwie beeindruckend. Aber so jetzt beim Fahren und dieser Grubber, der ist echt schwer und du merkst knapp, dass du was hinter hast. Also der geht ein bisschen in die Knie hinten und das wohl. Ah, das ist schon krass. Geil. Noch mehr Spaß machen, wenn unsere Straßen ein bisschen besser werden. So, wir fahren jetzt gleich mal raus auf die Landstraße. Ich hab grad nichts. Kommen wir zumindest bis zum Windpark, zur Windparkeinfahrt einmal. Gucken, wie schnell er wird. So, jetzt hat er eine Nenngeschwindigkeit und jetzt fährt er die Drehzahl nämlich runter. Das sagten die Jungs gerade eben schon, dass er so leise ist und so in so einem niedrigen Drehzahlbereich. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Aber auf 1200 Umdrehungen, 1300. Krass. Die ganzen Autos her! Mann, ich will nur einmal schon umkehren. Bevor hier wieder einer von hinten kommt. Das ist tatsächlich ein bisschen spooky. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt unbedingt brauche. So, Kleine, gib ihn!
China jetzt? Ja, genau. Wer muss jetzt mit dem Finanzminister reden? Ihr steht das, wenn ihr doch gewartet habt, dass ich irgendwas kaputt mache? Nö. Nein! Hast du was kaputt gemacht? Nein! Alter! Aber jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Also nicht nur Finanzminister, sondern vielleicht auch irgendwie ein Angebot für New Holland, was wir machen würden, damit wir so Träger kriegen. Ein Video. Eins, da brauchst du ein paar mehr. Kein Problem. Also, liebes New Holland Deutschland Team, wir sind bereit, wenn ihr es seid. So. Wir sollten uns dringend unterhalten über eine weitreichendere Zusammenarbeit als nur über unseren gemeinsamen Podcast. Ich glaube, da geht noch was. Ist schon geil. Ist schick, ne? Ja, absolut. Und so leise. Wahnsinn. Wir haben wieder Platz für unsere Träger in der Halle. Können wir gleich noch einen zukriegen? Ja. Wir haben auch Platz für zwei. Oh, wer war das? Was denn? Kaputt. Das war vorher schon tatsächlich. Echt? Ja. Die Deko fällt ab. Ja, so vorher schon. Der könnte deinem Güllewagen gut stehen, ne? Der könnte auch noch einen größeren Güllewagen haben. Ach so, noch, dann auch noch. Oh ne, Leute. Das ist irgendwie Licht an jetzt. Was? Ich dachte, die Ringe leuchten oder so. Die Ringe? Guck mal, da sind so LED-Ringe drumherum. Wo? Ja. Nee, ja, der leuchtet auch. Und hier vorne ist auch so ein kleiner LED, das ist so, das kann ich gar nicht so beim Hilux auch so ähnlich. Ja, das haben wir bei den anderen aber auch. Ja? Ja. So? Ja. So einen bösen Blick? Ja. Echt, was? Böser. Ja. Eieieiei. Der Außendienstler von unserem Landmaschinenhändler, der wollte sich auch schon nicht mit dem Finanzminister anlegen. Der hat auch schon gesagt, ihr macht die Vorarbeit und ich dann den Rest. Aber so richtig wollte noch keiner drauf beißen. Oh Gott, sogar die Schallwippen leuchten in Farbe. Die was? Die Schallwippen hier vom Klavier, die Hydraulik. Okay. Die leuchten in Farbe. Ja. Bringt auch dann nichts, ne? Farbe? Ich würde sagen, gerade nicht der fehlt bei uns. Ja. Ich baue mich da oben, ich will vielleicht bei denen. Psst! Ich muss rausschneiden. Ja. Mittwoch, 12. Juni, kurz nach 4 Uhr. Ich bin auf dem Weg zum Melkstand. Chefin hat schon angefangen. Aber ich habe noch hier meine Lohnerdosen fertig gemacht. Also eine für die Chefin, eine für mich. 4 Uhr ist schon arg früh und ohne Kaffee wird das nix. Wir haben ja immer noch eigentlich einen Melker zu wenig. Die Morgenmelker, die teilen wir im Moment immer so ein bisschen auf. Und ja, scheinbar hat es jetzt durch die Mehrbelastung unsere Abendmelkerin zerlegt. Das heißt, jetzt melken wir dann beide Melkzeit selber. Und hoffen, dass Karin relativ schnell wieder an Bord ist. Ja, wie gesagt, hier brennt das Licht. Melkern rumpelt schon, könnt ihr hören. Und wir gehen jetzt mal die Chefin unterstützen. Ich muss jetzt sehen, dass ich heute Vormittag oder heute früh noch ein bisschen gearbeitet kriege, weil um 11 kriege ich einen Zahn rausgezogen. Ich habe einen Zahn, da ist eine Wurzel durchgebrochen. Der ist schon im Eimer gewesen und saß aber bis jetzt noch. Jetzt ist die Wurzel gebrochen und das hat sich entzündet. Und das dann auch noch. Der kommt heute raus. Und weil ich ja nicht weiß, wie viel ich da noch kann nach der Zahn-OP, habe ich gesagt, denn jetzt mache ich die Frühschicht mit, damit wir hier ein bisschen schneller durch sind. Und dann schauen wir mal, wie viel das denn wird, wenn das Ding dann draußen ist nachher. So, die ist auch fertig. Gedippt werden die Kühe von alleine.
Anschließend wird das Werkzeug dann zwischendesinfiziert. So, Mädels, raus. Wird ja so ausgespült. So, jetzt haben wir hier unser Parkleitsystem. Die Kühe werden natürlich nicht gehauen damit, sondern nur gelenkt. Außer die wollen gar nicht laufen. Dann hilft man vielleicht mal ein kleines bisschen nach. Und bei 600 Kilo Kuh wirkt es nicht immer, weil man einfach nur bitte, bitte sagt. Na komm. Aber das ist schon praktisch, wenn man hier so ein bisschen dirigieren kann. Und diesen gelben Stock, den hat ein Viehfahrer hier vergessen. Der Viehfahrer, der die Büffel abgeholt hat. Und der ist extrem praktisch. Also, das war fast das Beste an dem Büffeldeal. So, und wenn jetzt eine Kuh nicht den Eingang findet, dann kann ich hier mit dem Haken nämlich schups, das genau aufziehen. Und zack, ist sie drin. So. Tür zu. Einmal hinten ran drücken. Andere Seite ist auch fertig. Beim Reinliegen wird vorgemolken. Im Lappen kann man ja nachher sehen, ob da Flocken gewesen sind oder nicht. Also ob die Milch in Ordnung war. Und dann wird angesetzt. Und das schaffe ich jetzt nicht mit Kamera in der Hand. Deswegen hänge ich euch da mal hin und mache einfach weiter. Voll. Hier ein schönes großes Eule, da können wir gleich mal gucken, dass das Wischen funktioniert. Gucken wir, der Chef immer auf die Finger. Könnt ihr sehen, wie die Milch da schon rausläuft. Kannst du mal zeigen im Lappen, ob man das, wie man das sieht? Oder was man sieht, wie das aussieht? Nur ein bisschen Krümelkram. Ja, keine Flocken. Hauptsächlich eben so ein bisschen Dreck von der Zitze. Aber der war jetzt keine Flocken, und wenn die jetzt eine Flocke gehabt hätte, dann sieht man das auf dem Lappen da relativ gut. Eben diese, ja, kleinen, das sind so kleine weiße Bröckchen dann meistens, wenn die Kuh eine Euterentzündung hat. Aber die meisten Kühe haben ja halt keine. Man muss da nur ein bisschen gucken beim Wischen, dass man da ein Auge drauf hat. So, jetzt setzen wir die auch an. Und dann haben wir wieder eine Pause. Eine Kuh haben wir jetzt gehabt, die hatte so ein bisschen Flocken beim Anmelken, beim Vormelken. Da kann ich euch jetzt mal zeigen, wie so eine Flocke überhaupt aussieht. Das sind hier diese kleinen weißen Stückchen. Das war jetzt bei der, wie gesagt, nur beim Vormelken. Also Tina hat ein bisschen was im Lappen gesehen. Dann hat sie dann noch mal ein bisschen nachgestrippt. Und jetzt kam aber saubere, schiere Milch. Die Kühe, die sowas haben, nur beim Vormelken, die werden dann geschmiert. Wir haben hier unsere Eutersalbe, das ist so eine Art Minzsalbe. Dann haben wir diese Kanonen, die haben wir überall hängen, hier und da in der Mitte. Oder Granaten, oder ich weiß gar nicht, wie das schimpft, wenn sowas so ist. Egal. Und Tina holt jetzt die Zeichenstifte, die waren leer. Ich habe die noch im Auto liegen, die habe ich gestern geholt. Und dann wird die Kuh markiert.
Das heißt, wir schreiben jetzt hier ein H oder ein V, je nachdem welches Viertel betroffen ist, aufs Bein. Und dann wird das betroffene Euterviertel so lange eingeschmiert, bis die Schrift nicht mehr zu sehen ist. Und dann ist das in der Regel, wenn es jetzt nicht eine wirkliche Entzündung ist, die aufflammt, dass die Kuh richtig krank wird, dann geht es eigentlich, nachdem die dann ja 3, 4, 5 Tage geschmiert wurde, eingeschmiert wurde immer beim Mengen, geht es eigentlich besser. Oder sind die Kühe im Normalfall dann wieder in Ordnung. Gegen eine richtige Euterentzündung kommt man nicht gegen an, die muss dann vom Tierarzt behandelt werden. Aber einige oder die viele Kühe kriegen wir so zu fassen, dass wir da wirklich mit der Eutersalbe die leicht gereizten Viertel, sag ich mal, einschmieren. Und auf der Seite hier haben wir reinlaufen lassen, während wir die andere Seite angesetzt haben. Also wir haben da die Melkfolge drunter gehängt und hier lief die Kühe rein. Und da war ich ja jetzt nicht mit meinem Parkleitsystem unterwegs. Und deswegen hat das eine Kuh geschafft, hier irgendwie das Heck aufzudrücken. Und jetzt fehlt hier eine. Da muss man dann mal gucken. Diese Nummer stand gerade eben hier, weil der Computer nicht weiß, dass hier keine Kuh stand. Da haben wir hier eine 0 eingegeben, dann rücken alle anderen Kühe einen Platz auf. Ja, aber das passiert, wenn man mal nicht aufpasst kurz, ne? So, also ein V aufs Bein, weil sie vorne links Flocken hatte. Wäre es rechts gewesen, dann wäre auf dieses Bein ein V raufgemalt worden und wäre es das hintere Viertel gewesen, wäre es ein H gewesen. Und jetzt wird die nächsten paar Tage eingespielt, dann hoffen wir mal, dass es besser wird, weil die hat richtig viel Milch gefunden. Wäre ärgerlich, wenn wir die in die Kanne melken wollen. Einmal Wartehof. Das ist jetzt die gesamte erste Gruppe, also die hochleistenden Kühe, die viel Milch geben und relativ früh in der Laktation sind. Und ein Teil ist auch von oben im Stall. Kann man jetzt von hier schwer sehen. Das ist ja das vordere Abteil von hier aus gesehen. Der hintere Bereich ist die zweite Gruppe. Da wird nachher über den Futtertisch abgesperrt. Das habt ihr vielleicht gesehen in dem Hoffestvideo, als Arne am Füttern war, als Nils mit der Drohne durch den Stall geflogen ist. Da hat man gesehen, dass die Leute sich da an der Seite, in der Mitte vom Stall, links und rechts ein bisschen aufgebaut haben. Da konnten sie ausweichen, wie so eine Parkbucht. Da ist der Übertrieb, wo wir den Gruppenwechsel machen, wo wir dann die zweite Gruppe zum Melken holen, wenn die erste nachher durch ist. Ganz wichtig immer Kaffee zwischendurch. Lohnerdose Senior Plus. Und mal wieder bin ich unterwegs und mache den Akku neu. Auf die Idee hätte ich natürlich auch heute Morgen kommen können, bevor ich losgelaufen bin, aber ja, wie das dann immer so ist, gibt uns jetzt die Zeit, noch mal ein bisschen über das Wetter zu philosophieren. Es regnet im Moment wirklich jeden Tag. Mindestens irgendwie 3, 4, 5 mm. Ich habe gestern den Regenmesser ausgekippt. Wir gucken jetzt gleich mal drauf. Was aber viel schlimmer ist als der Regen, ist die Kälte. Wir haben im Moment die sogenannte Schafskälte. Das heißt, wir hatten jetzt die letzten zwei Tage, glaube ich, das niedrigste war irgendwie so um die 10, 13 Grad. Und das ist schon im Juni irgendwie arschkalt. Wir haben sogar die Heizung wieder an bei uns im Wohnzimmer. Spielt jetzt nicht die ganz große Rolle, weil die Wärme von der Biogasanlage kommt. Aber es ist schon irgendwie ätzend. Nächste Woche soll es ein bisschen wärmer werden, weil, oder das ist auch gut so, weil der Mais schon gelb wird von der Kälte. Der mag dieses nasskalte Wetter überhaupt gar nicht haben. Das gucken wir uns vielleicht zum Ende des Videos nochmal an. Der Regenmesser. Das ist jetzt nur von heute Nacht, sind auch schon wieder 2 mm. Lassen wir mal drinnen, vielleicht kommt ja über Tag noch was zu. Unsere Weinbergschneckenzucht im Garten. Die haben wir mal importiert. Auf einer Wiese, die wir gepachtet haben, haben wir die eingesammelt und im Garten ausgesetzt, weil Weinbergschnecken die Gelege von Nacktschnecken fressen sollen.
Leider schaffen unsere Weinbergschnecken nicht ganz genug. Und die Nacktschnecken laben sich an unserem Gemüsegarten. Aber Annika und die Chefin sind da hinterher und sammeln die immer ein, um das Schlimmste zu verhindern, dass wir zumindest irgendwas ernten können. Wir haben die Kuh, die wir eben angemalt haben, die da. Das blaue V frisch aufgemalt auf dem Bein. Jetzt doch ausselektiert. Wir haben hier unsere Selektionsbox, wenn die Kühe vom Melken kommen. Also hier ist Wartehof, Kuhtreiber. Der schiebt jetzt die Kühe so vorsichtig nach vorne, wenn wir im Melkstand drücken, damit die wissen, dass es weitergeht und dass wir nicht vom Melkstand immer hier ganz runterlatschen müssen, um die letzten Kühe nachher zu holen. Deswegen schiebt er die so mit nach vorne. Und links und rechts vom Wartehof sind die Rücktriebe, da kommen die Kühe jetzt wieder, so wie sie hier. Und dann müssen die hier über die Selektionsbox. Und wenn wir im Melkstand eine Kuh eingeben, dass wir die gerne hier unten stehen hätten, dann wird die hier automatisch aussortiert. So auch mit der 346. Da haben wir uns überlegt, weil die auf der anderen Seite gestern schon Flocken hatte, dass wir die einmal drenchen nachher. Guck mal, ob ich das gezeigt kriege oder ob ich dann schon beim Zahnarzt bin. Das müssen wir mal sehen. Aber wenn das klappt, dann nehme ich euch mal mit. Das heißt, die Kuh bekommt 50 Liter Wasser reingedrückt. Das machen wir mit dem Milchtaxi, um einmal das komplette System einmal durchzuspülen. Häufig, wenn Kühe so eine leichte Euterreizung haben oder so ein bisschen krank sind, dann saufen sie auch zu wenig. Und um das ein bisschen anzukurbeln, die Pansel einmal voll zu machen, dass das alles in Gang kommt, ballern wir da einmal Wasser rein. Und dann spült man das System quasi einmal durch. Und häufig ist es dann am nächsten Tag schon wieder deutlich besser. 5.30 Uhr. Wir sind jetzt ungefähr anderthalb Stunden bei zu melken. Und jetzt geht die erste Gruppe so langsam auf den Rest. Komm Mädchen. Da könnt ihr jetzt sehen, wie der Treiber nach vorne gefahren ist und die Kühe hier vorne jetzt ein bisschen eingeengt ist. Vielleicht der falsche Eindruck, aber sie zumindest hier vorne so ein bisschen ranbringt, ran schiebt an den Melkstand. Und der hintere Bereich ist jetzt halt leer. Da holt Lasse jetzt gleich die frischkalbigen Kühe. Die stehen da ganz hinten in der Strohbox. Und die melken wir dann jetzt gleich zur Halbzeit, damit die Milch für die kleinsten Kälber da ist. Die kriegen ja dann die erste Zeit immer die Biestmilch von den Müttern. Und weil die Kälberfütterer jetzt auch gleich antreten und ihr Dienst beginnt, müssen wir dann ja sehen, dass wir da gleich die Milch da haben. Wenn wir jetzt hier drücken, könnt ihr hören, dass da ein akustisches Signal kommt oben, das ist vom Kuhtreiber, damit die Kühe wissen, die hinten stehen, wissen, oh, der Treiber kommt weiter vor. Und dann können sie weglaufen, bevor der Treiber kommt. Und die Kühe, die hier vorne stehen, wissen, ach ja, da war ja was, wir sollen ja zu melken. Und dann laufen die in der Regel los. Also wenn sie jetzt nicht laufen würden und ich drücke drauf und die hören das Signal, dann kannst du schon sehen, dass da oben im Wartehof was passiert, dass sie dann anfangen loszurennen. Zu laufen, zu tüffeln, was auch immer. Dann geht es jedenfalls vorwärts. So, weiter geht's. Joshua hat mich jetzt abgelöst. Die melken jetzt weiter. Hier steht jetzt gerade die zweite Gruppe parat. Die hat Lasse aus dem Stall geholt. Passen noch nicht ganz alle in den Wartehof rein. Aber wenn da ein paar weggemolken sind, dann wird das gleich gehen. Und wir fahren jetzt rüber zum Jersey-Stall, gucken, ob da was für die Besamung ist. Dann habe ich gleich noch einen Termin beim Osteopathen. Einmal ein bisschen einrenken, bevor es zum Zahnarzt geht nachher. Und damit ich nicht noch zusätzlich zu den Zahnschmerzen auch noch Rückenschmerzen kriege. Und dann schauen wir mal, wie ich das Ganze so verknusen kann. Ob ich heute Nachmittag dann nur in der Gegend rumliege und vor mich hin leide. Oder ob ich auch noch irgendwas tun kann, nachdem der Zahn draußen ist. Guten Morgen. Einmal ein kleines Update von meinem Krankenlager. Wir haben Donnerstag, den 13. Juni. Wobei Krankenlager eigentlich auch echt ein bisschen übertrieben ist.
Ich habe gestern meinen Zahn rausgekriegt. Hier hinten der vorletzte Backenzahn war. Und das ist schon extrem unangenehm. Und ich habe mir gestern auch gedacht, die Ärztin wäre in der Folterkammer oder auf dem Schlachthof vielleicht besser aufgehoben gewesen. Aber letzten Endes hat sie einen guten Job gemacht. Sie hat den Zahn gut rausgekriegt. Das ist alles in Ordnung. Es waren halt nur so ein paar Geschichten da drin in diesem Termin beim Arzt, beim Kieferchirurgen, die irgendwie nicht so geil waren. Ich habe das gestern, am gestrigen Mittwoch im Live-Video ein bisschen ausführlicher erzählt. Wenn ihr Bock habt, dann guckt doch mal rein. Ich bin ganz froh und dankbar, dass dass Sina und Joshua jetzt zu Hause noch Melken machen. Eigentlich hätte ich mit Sina melken sollen. Aber die beiden kommen klar, sagen sie. Und jetzt mache ich jetzt ja einmal den Jersey-Stall fertig. Und unser Hörner-WG, der ist leer. Die Progesteronmessung für die Brunsterkennung bei den Kühen. Hier ist diese Kiste. Das man sehen, der blinkt da oben. Den müssen wir jetzt einmal austauschen. Dann machen wir gleich den Stalldienst und dann können wir in der Zwischenzeit sehen nachher, ob das Ding wieder läuft. Der nimmt ja immer ganz winzig kleine Milchproben ab und die kommen dann hier oben. Werden die über diese Nadel auf einen kleinen Papierstreifen geträufelt und so wie sich der Papierstreifen dann verfärbt. Daraus errechnet er dann die Brunnen. Eigentlich eine total geile Geschichte. Muss man ein bisschen lässiges Ding mal austauschen muss. Aber es funktioniert schon relativ zuverlässig. Schon ganz gut. So, jetzt haben wir hier unseren Karton. So eingeschweißt. Ich muss euch mal kurz so. Den nehmen wir jetzt hier nur raus. Kommt der noch oben rein. Der geht zu. Und jetzt soll er sich eigentlich von alleine wieder. Die roten Lampen sitzen jetzt mal aus. Das ist jetzt mal gut. Heute Nacht hatten wir eine Störung an der Maschine, die Vakuumpumpe hat gestreikt. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, dass ich da irgendwie einen Techniker rankriege. Aber jetzt machen wir gleich erstmal die Liegebox sauber. Ich schreibe mal rein, welche Kühe zum Melken sollen. Und das sind tatsächlich eigentlich gar keine, die ich jetzt holen müsste. Die lassen wir alleine laufen. Da braucht man nicht ran. Auch mal geil. So, das packen wir hier wieder zusammen, den Müll. Das kommt nachher mit nach Hause. Und dann machen wir schon mal Liegeboxen. Nee, eine Kuh müssen wir noch behandeln. Werkzeugkiste hier in der Ecke. Ganz wichtig, Imbusschlüssel, Cuttermesser und kleine Schraubenschlüssel. Ich habe eine Kuh, die so ein bisschen Ärger macht im Moment. Aber was heißt Ärger? Die ist scheinbar unterversorgt. Die gibt zu viel Milch. Und da haben wir dann unsere Bolis hier. Die wollen wir immer eingeben. Ich habe hier nur leider den falschen Boli-Eingeber. Wir haben seit einer ganzen Zeit diese Bolis sowohl gegen Milchfieber als auch gegen Energiemangel. Also das ist nicht ein Boli gegen beides, sondern wir haben sowohl als auch von der Firma Performanat. Und die haben mit den Wellen eine Kooperation eingehen über Insta und Co. oder machen. Und die sind eigentlich ganz geil. Das Problem ist nur, man braucht da zwei von. Zu Hause haben wir zwei Eingeber, wo genau zwei Bolis reinpassen. Die haben wir bei denen mitbekommen, aber hier für den Jersey-Stall, weil ich hier jetzt auch nicht so oft was brauche, habe ich gesagt, dann nehme ich hier so einen normalen Standard.
Und da kriegen wir auch zwei Stück reingefummelt. Ist nicht so richtig gut, aber wir schauen mal. Das ist die Dame hier. Kann man schon sehen, die ist sehr scharf über den Rücken. Und die hat tatsächlich so manchmal Tage, da ist sie so schlapp und so müde, dass sie knapp aufstehen macht. Aber wir machen sie jetzt seit, ich glaube, das ist die dritte Gabel mit den Polis. Und es wird eigentlich immer besser. So, stell mal hier, stell euch hier mal beiseite. So müsste das eigentlich funktionieren. Also, nehmen die Bodies. Einer geht auf jeden Fall rein. Und der zweite guckt da so ein kleines bisschen raus. Aber gestern funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Nee, vorgestern habe ich behandelt. Kooperativ war sie jetzt nicht. Das ging gestern besser, aber sie ist auch von der Kondition, wie gesagt, schon sehr, sehr viel besser geworden zu dem, was sie denn war. Also vielleicht reicht das auch schon. Wir werden uns die morgen nochmal angucken, denke ich mal. Oder ich, ob ich euch dann immer dabei habe, weiß ich ja nicht. Eigentlich wollte ich euch gestern auch schon mitnehmen hier rüber und wollte euch gestern auch eigentlich schon ein Update geben zu meinem gezogenen Zahn. Das habe ich auch geschafft. Die gucken wir uns morgen noch mal an und dann kriegst du ja noch eine Ladung, der muss aber eigentlich gut sein. Die helfen sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, das wirkt über einen längeren Zeitraum und gibt dann Energie ab an das Tier und so kann die Kuh ihren Energiehaushalt wieder ausgleichen. Das ist eigentlich ganz schick. Hier haben wir die Vakuumpumpe und die Frequenzsteuerung. Die Frequenzsteuerung sorgt dafür, dass die Pumpe nur so viel läuft, wie ich unbedingt Vakuum braucht. Die habe ich jetzt ausgeschaltet. Weil die Pumpe gestern auf Vollgas lief, da oben kam so ein Ölnebel raus. Dieser Raum hier, der war voll mit diesem Ölnebel, das war richtig widerlich. Dann habe ich die Pumpe einmal ausgemacht und jetzt im manuellen Betrieb einmal wieder an. Jetzt läuft sie, dass wir zumindest melken können. Aber da muss eben noch jemand bei. Ich habe keine Ahnung, das ist auch ein Fehler, den habe ich so noch nicht gehabt. Dass die Pumpe wirklich in einer Tour durchläuft. Das war ein bisschen, ja, haben wir so noch nicht gesehen.
Kuh lassen wir jetzt wieder in die Herde. Also die ist jetzt nicht so dreckig, weil die so dort Durchfall hat oder sonst irgendwas, sondern die mag eben so ungern aufstehen. Die liegt dann immer in der Liegebox, weil sie so flau ist und steht dann nicht auf und liegt dann natürlich auch in ihrer und in der Scheiße der Damen, die da vorher gelegen haben. Aber jetzt ist sie ja doch hochgekommen, die muss auch gerade eben erstmal melken gewesen, sonst wie das Alter aussieht. Ja, ein bisschen lahm bist du auch, ne? Muss mal in Clownstand nehmen. Ich mache jetzt nochmal die Liegeboxen sauber und dann gucken wir gleich mal am PC, ob der Hörtnebig hier läuft. Ob der wieder so weit in Betrieb ist, dass wir sehen können, dass hier auch Kühe sind. Das ist ja blöd, wenn ich hier nicht zusammen kann. So, wir gucken jetzt mal auf dem PC, ob das Ding wieder läuft. Wo ist er denn? Ja, alles wieder grün, aber noch keine Kuh da gewesen zum Proben nehmen. Von daher müssen wir den heute Abend nochmal kontrollieren. Der hat ja seine Liste, die Kühe, die er abarbeitet, wonach er vorgeht. Und ja, wenn er keine Kühe hat, dann muss man halt warten. Freitag, 14. Juni. Mir geht es heute schon deutlich besser als gestern. Deutlich besser. Ich bin bei den Hühnern und hole die Eier rein. Es hat die ganze Zeit nur geschifft. Heute Nacht tatsächlich nicht ganz so viel. Aber ihr könnt euch das mal angucken hier. Eigentlich müssen wir das Hühnermobil ganz dringend mal umstellen. Weil das ja dahin gehört, wo frisches Gras ist. Aber das kriegen wir hier nie raus. Das ist so nass und so wabbelig alles. Aber nächste Woche muss das Hühnermobil hier raus, weil wir kriegen nächste Woche neue Hühner. Ich habe gerade mit unserer Hühnerlieferantin gesprochen, telefoniert. Und unsere Mädels hier, die sind jetzt über ein Jahr alt. Die legen jetzt langsam etwas schlechter. Die werden wir noch ein bisschen behalten, einfach damit wir abgesichert sind mit den Eiern. Weil die neuen Hühner halt auch nicht gleich direkt loslegen. Das heißt, die bleiben noch ein bisschen, müssen aber dann umziehen. Und wir werden nächste Woche dann das Hühnermobil Anfang der Woche direkt nach Hause holen. Wie auch immer das gehen soll. Das seht ihr aber dann ja im nächsten Vlog. Und werden dann das Hühnermobil waschen. Die Hühner ziehen aus in einen Übergangsstall. Und wenn die neuen Hühner dann anfangen richtig zu legen, dann werden wir von diesen Hühnern einen Teil wegschlachten. Einen Teil setzen wir dann immer so als Suppenhühner ab. Und einen Teil werden wir dann abgeben an Hobbyhalter meistens, die irgendwo so 4, 5 bis 10 Hühner im Garten halten oder sowas. Und die dann auch Bock drauf haben, mit den doch etwas älteren Hennen, dafür haben sie ja mehr Lebenserfahrung, noch ein bisschen zu arbeiten. Na Mädels? Grundsätzlich könnten die auch noch älter werden, aber ja, die Legeleistung wird schlechter, fressen sie trotzdem und wenn sie zu alt werden, dann kann ich sie auch nicht mehr als Suppenhuhn nutzen. Die schmecken dann einfach nicht mehr. Die werden dann zäh und eklig und das ist nichts. Deswegen versuchen wir eigentlich immer so mit einem Jahr ungefähr die Hühner abzusetzen, neue zu kriegen. Dann haben wir wieder volle Legeleistung und können diese hier dann noch als Suppenhühner zumindest vernünftig verwerten. Die Schafe passen auf, dass der Bussard nicht kommt. Die haben nicht so einen ganz kleinen Job gemacht in letzter Zeit. Wir haben da tatsächlich ein paar Hühner zugesetzt jetzt, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut. Und diese Pflegeleiter ist Ziegen. Man sagt, Ziegen können es auch. Lamas auch, aber ich will hier jetzt nicht anfangen mit Lamas. Mädels, da muss ich rein. Ich muss doch die Eier einsammeln. Ach, Leute. Kusch, kusch, kusch. Hallo. Die
den jetzt, aber wir haben tatsächlich auch viele kaputte Eier, dünnschalige Eier in letzter Zeit. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Hühner etwas ausgepowert sind. Das ist so eins hier, guck mal. Ich hätte fast gesagt, das ist ein behindertes Ei, aber das kann ich hier schon mit der Hand eindrücken. Und davon haben wir halt zunehmend welche. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Hühner nicht mehr so eine ganz optimale Legeleistung haben jetzt. Das mögt ihr, ne? Halt. Kannibalenhühner. Die sind jetzt tatsächlich legewarm, die Eier. Wir sind ein bisschen knapp. Tina ist gerade losgefahren mit den gepackten Eiern für unsere Stammkundschaft. Die wird ja beliefert hier bei uns. Und das hier ist jetzt noch ganz warm. Also das sind ja Abrollnester. Das heißt, da hat jetzt noch irgendwo ein Huhn da hinten. Links sitzen die dann da ja in den Nestern gesessen und hat dieses Ei hier ganz frisch rausgedrückt. Hühnerpo warm. Das hat jetzt noch mehr Eier gegeben, als ich dachte. Ich dachte, ich komme mit meinem kleinen Eimer hier leicht zurecht. Aber naja. Da müssen wir jetzt gleich ein paar von packen, weil die Eierkiste leer ist. Hier ist noch so eins, ganz dünnschalig. Zack. So, und ihr kommt hier jetzt mal raus. Sonst bleibt ihr nämlich bis morgen hier drin. So, ab. Da hinten ist noch eins. Hühnchen. Den stellen wir mal. Oh, Alter. Da runter. Bloß keiner auskippen. Wir können uns keine kaputten Eier leisten im Moment. So, der kommt zur Seite. Na. So, Chicken. So. Und raus. Den Hocker da wieder rein. Ja, es wird auch Zeit, dass hier jetzt dann sauber gemacht wird. Aber das geht dann ja nächste Woche los. Nein, nicht wieder da rein. Tür noch aushaken. Ihr sollt da nicht rein. Komm da weg. Ah, toll. Das war jetzt auch noch mal so ein dünnwandiges. Von daher macht das nichts, dass das da reingefallen ist. So, dann wollen wir mal Eier packen. Weil wir Kleinerzeuger sind, mit unter 300, ich glaube 300 oder 350 Hühner ist die Grenze, brauchen wir unsere Eier nicht stempeln. Und weil wir alles selber vermarkten. Deswegen muss ich jetzt nicht nach Hause und die stempeln. Wir dürfen die auch unsortiert verkaufen, sondern kann die jetzt hier in die Pappen sortieren. Und dann gehen die hier in unsere Verkaufskiste. Muss natürlich gucken, dass ich nur saubere Eier einsortiere. Die dreckigen oder verschmutzten. Dreckig sind sie eigentlich alle nicht. Das ist ja das Schöne an den Abrollnestern, dass wir eigentlich immer saubere Eier haben. Aber die, die verschmutzt sind, die müssen halt nach Hause. Die machen wir dann erst einmal sauber. Da ist noch ein Aufkleber drauf. Alter, der muss ab. Guck dann immer, dass wir größenmäßig so ein bisschen ausgeglichen davor sind. Also jeder hat die Chance auch mal ein Doppeldotter-Ei zu kriegen, also so ein richtig dickes. Aber dafür muss man halt auch ab und zu mal ein kleineres in Kauf nehmen. Wobei ich persönlich finde, ja, dass die kleinen Eier fast besser schmecken als die großen. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir neue Hühner kriegen, dass die ersten Eier der Hühner doch irgendwie geschmacksintensiver sind, und das bestätigt uns auch die Kundschaft. Wir haben einige, die dann immer sagen, oh geil, ihr habt neue Hühner, und die dann irgendwie ja fast das Doppelte an Eiern einkaufen. Das macht schon Spaß. So, jetzt passt mein Eimer auch wieder gut hier.
Das ist so eins hier, das ist so ein richtig schönes, dickes. Da kann man von ausgehen, dass da zwei Eigelb drin sind. Das ist dann witzig, wenn man da das Feedback kriegt von der Kundschaft und die sich da so freuen. Oh, ich habe ein Ei in die Pfanne gehauen und hatte zwei Spiegeleier. Das ist total cool. Wenn wir jetzt wirklich im großen Stil die Eier vermarkten wollten, dann müssten wir uns als Packstelle zertifizieren lassen. Aber das ist so viel bürokratischer Aufwand, dass wir gesagt haben, da sehen wir für uns keinen Mehrwert drin. Und für die Kundschaft schon gar nicht. Die Kundschaft will es regional haben. Die wollen einfach wissen, wo die Eier herkommen. Genau, und deswegen verkaufen wir lieber ein paar Eier weniger, dafür aber direkt an die Kunden. Da fahren wir besser mit. Ihr seht das ja, wir haben hier relativ viel Durchgangsverkehr. Also die ist eigentlich ganz ordentlich frequentiert hier, unsere Eierkiste. So, jetzt wird es auch gleich dünn hier. Oh, denke ich auch. Die kommen jetzt hier noch mit rein. Jetzt haben wir 90 Stück gepackt. Das muss dann auch erstmal wieder reichen. Deckel zu. Das ist alles, was über ist von meinem Eimer. Wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt gerne mal vorbei. Das hier, die L269, ist die schlechteste Landstraße Schleswig-Holsteins. Sagen zumindest wir Anwohner. Und die läuft hier direkt an unserem Hof vorbei. Eier von freilaufenden glücklichen Hühnern, 3,50. Jetzt sind wir im Jersey-Stall und hier sind die Azubis dabei, das Clownbad zu machen. Also wir machen einen regelmäßigen Abständen Fußbad mit den Tieren gegen Mortellaro. Na, läuft! Das ist immer so richtig schön hektisch, aber ihr seht noch relativ sauber aus dafür. Den Melkroboter haben wir abgesperrt so lange. In der Mitte das Heck haben wir auch abgesperrt. Und jetzt werden die Kühe hier zweimal quasi im Kreis gejagt, getrieben, damit sie dann dadurch das Fußbad durch müssen. In dem Fußbad ist eine Desinfektionslösung gegen Mortellaro. Mortellaro ist so eine Art Fußpilz, das sitzt zwischen den Klauen und da kommt man ganz schwer hin. Und das ist gerade in Spaltenstellen, in Stellen mit planbefestigten Böden, das ist noch schlimmer. Das ist im Grunde ja, wie so eine Art Zivilisationskrankheit, hätte ich fast gesagt. Das kriegst du da ganz schwer raus aus so einer Herde. Deswegen ist es wichtig, dass man es zumindest im Griff behält und regelmäßig gegensteuert, dann geht's. Ihr seht das ja hier, die Kühe. Oh, die laufen sogar schon von alleine so durch. Sind eigentlich relativ gut zu Fuß.
Das liegt aber eben auch daran, dass wir da regelmäßig beigehen. Also hier bei den Jerseys alle 14 Tage, 3 Wochen sind wir eigentlich bei und machen hier einmal das Fußbad. Dann ist einmal Hektik, die Kühe laufen dann auf die ersten 2 Tage schlechter zum Melken. Aber danach geht es dafür dann umso besser und wir liegen jetzt im Moment hier bei 3,1 Melkungen pro Tier und Tag. Also wir sind da echt gut davor. Da können wir uns ein kleines bisschen Druck auch dann leisten, dass die Kühe dann mal ein bisschen schlechter laufen. Eila hilft mit, so gut wie sie kann oder will. Normalerweise könnten die Kühe jetzt hier in der Mitte quasi auch nochmal abbiegen, aber damit man die wirklich im Kreis kriegt, ist da jetzt das Heck vor. Da hinten fehlt jetzt auch der Mistschieber. Das ist natürlich auch geil, denn wenn sowieso schon Hektik im Stall ist. Da ist unser Skibett und ärgert die Kühe dann noch zusätzlich. Ja, du bist schon fertig jetzt, ne? Zweimal durch. Einige versuchen sie dann zu drücken, wenn sie sich hier in die Ecke rein verkrümeln, aber das zieht nicht. Wichtig ist halt, dass die Wanne so steht, dass die Kühe da durch müssen mit allen 4 Füßen. Wenn man sie jetzt ein bisschen weiter nach hinten schieben würde, dann würden die das zurechtkriegen, da irgendwie so rein zu hüpfen, dass sie dann mit irgendeinem Fuß vielleicht mal nicht ins Wasser kommen. Aber so funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, guck mal, die hat jetzt nämlich geschafft, den einen Vorderfuß nicht reinzustellen. Na? Die auch. Also die können schon, wenn sie drauf anlegen. Kühe, Skibett, Azubis, Hund. Jetzt ist es langsam enger hinten. Ja, und wenn sie dann was haben, dann brennt das auch mal kurzfristig ein bisschen. Aber das muss so. So, jetzt machen wir noch mal ein bisschen unsere wöchentliche Felderrundtour, dass ihr einmal seht, und ich natürlich auch, was so auf dem Acker los ist. Und wir starten mit unserem Versuch des Sonnenblumenanbaus. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass die Fläche nicht größer ist. Also wir haben hier jetzt Disteln, wir haben Quäke,
Wir haben, was haben wir hier noch alles? Melde kommt jetzt ordentlich durch, aber wir haben auch Sonnenblumen. Und die würden, glaube ich, wenn es jetzt wärmer werden würde, relativ schnell diese Fläche auch dicht machen. Allerdings muss das denn echt zügig gehen, weil sonst wuchert hier, Vogelmiere haben wir hier auch noch, sonst wuchert hier das Unkraut, nämlich die Sonnenblumen unter. Und die Aussaat hat auch gar nicht so geil funktioniert, muss ich sagen. Mit der Breitsaat oder mit der normalen Sämaschine. Also da hätte man vielleicht tatsächlich mit der Einzelkornmaschine ein schöneres Bild hingekriegt. Wir haben hier ja doch ganz große Bereiche, wo gar nichts ist. Ja. Aber so ist das mit Versuchen, ne? Das glückt nicht immer. Wir hatten die Fläche hier ja auch mit abgespritzt, aber das hat nicht so richtig gut funktioniert, bis jetzt zumindest. Aber wir beobachten das weiter. Die Hoffnung stirbt zuletzt und jetzt kann ich hier sowieso nichts anderes mehr machen, als einfach nur abwarten. Alles, was ich jetzt sehen würde, das wird sowieso alles viel zu spät nachher. Dann haben wir hier den Mais. Guck mal, das ist doch cool, ne? Weißklee. Und eine Biene. Aber wir Bauern töten und zerstören ja die Natur. So, dann haben wir hier unseren Maisacker, auch extrem matschig und modderig. Eine Spritzung haben wir hier schon gefahren. Hier wäre jetzt eigentlich die zweite dran, wenn wir denn fahren könnten. Das sieht aber auch noch schlecht aus. Und was hier jetzt ganz spannend ist, wir haben hier Wildwechsel drinne. Hier könnt ihr sehen, hier sind die Spuren. Ich vermute, ich bin mir nicht ganz sicher, so im Vergleich zu meiner Hand, würde ich vermuten, dass das Dammwild ist. Die wechseln hier durch die Fläche. Seht ihr da den Trampelpfad? Und hier haben wir noch einen, der ist sogar noch ein bisschen größer. Hier sind jetzt allerdings keine frischen Spuren drin. Aber hier so zitt, darüber zu der Grünfläche, da hinterm Knick, da ist ein Kleegras von mir. Da wechseln die rüber. Ja, hier warten wir auf trockenes, warmes Wetter, damit wir hier bald können zu spritzen. Ich gehe davon aus, ab Mitte nächste Woche dürfte das wohl klappen. Grassilage wollen wir eigentlich auch mähen, ganz notwendig, bevor ich nach Amerika abjette. Aber das sieht noch ein bisschen schlechter aus, weil die grünen Flächen fast komplett unter Wasser stehen. Da können wir überhaupt nicht fahren. Aber wir gucken dann auch noch mal rein ins Grünland, um mal so ein bisschen Schnittzeitpunktbestimmung zu machen vielleicht. Hier oben in der Ecke ist nicht so richtig geil. Das ist auch eigentlich nicht so eine richtig schöne Fläche. Da hätten wir bessere. Aber vom Ertrag her könnt ihr sehen, ist es eigentlich so, dass es jetzt bald ab könnte. Aber auch hier eigentlich viel zu blass, das Grünland, für diese Jahreszeit. Genau wie der Mais. Von hier kann man das noch schöner sehen, wie gelb der jetzt ist. Ne? Ja, das liegt an der mangelnden Temperatur. Es ist einfach viel zu kalt und das trotz Klimaerwärmung. Wir haben jetzt irgendwie immer so 14, 15 Grad. Es soll jetzt deutlich wärmer werden. Ich glaube, ein bisschen wärmer wird es auch schon tatsächlich. Für morgen sind 20 gemeldet. Dann gucken wir mal, wie schnell sich der ganze Kram hier erholen kann. Ja, im Moment geben die Flächen nicht so ein ganz schönes Bild ab tatsächlich. Dann die Getreidebestände. Also da hinten haben wir den Roggen stehen, da waren wir ja neulich mit der Spritze drin. Der ja, geht, mal abgesehen davon, dass die Fahrgassen irgendwie versaut sind, aber sonst geht er. Und hier haben wir ganz spät noch eine Gerste reingesät, weil wir hier mit Mais nicht hingekommen sind. Auch hier wieder die gelben Placken durch das kalt, nasse Wetter. Hier vorne am Vorgänger könnt ihr sehen, wenn ich hier reintrete, dann drückt da richtig das Wasser in die Trittspuren rein. So nass ist es hier. Das werden wir auch nicht mehr dreschen können hier. Das wird nachher als Viehfutter geerntet. Sprich, da machen wir nachher eine GPS-Silage von. Und zu guter Letzt Mais mit Bohne. Hier hat tatsächlich dieser ganze Regen relativ gut dafür gesorgt, dass das Pflanzenschutzmittel funktioniert hat. Also, wir haben ja ein Bodenherbizid gespritzt. Und das wirkt natürlich erst richtig geil im Boden, wenn Regen drauf kommt. Also, wenn der Boden dann feucht wird.
Das kann allerdings auch dazu führen, und das habe ich neulich gerade bei einem Kollegen gehört, der auch Maisstangenbohne angebaut hat, dass dieses Pflanzenschutzmittel, wenn es zu gut wirkt, die Bohne killt. Das gucken wir uns jetzt einmal an. Hier eine Fläche, wo wir Maisstangenbohne sitzen haben, wo wir auch gesehen haben, wie das Ganze gesät wurde, gelegt wurde. Und wir haben hier aber überall Bohnen. Die sehen nicht schön aus noch. Auch hier die Kälte, ihr seht das ja auch, der Mais ist extrem gelb. Aber wir haben überall Bohnen drin und gehen auch hier davon aus, wenn es jetzt endlich mal ein bisschen wärmer wird, dass die dann eigentlich zügig in die Gänge kommen sollten. Wir müssen dann hier auf diesen Flächen nachher auch mit der Hacke durch. Im Moment ist es noch so sauber, dass es geht. Wir haben es manchmal so gemacht, wenn der Mais und die Bohnen so klein sind, dass wir einmal mit einer Rollhacke darüber sind. Das funktioniert jetzt nicht, weil es zu nass ist. Also es würde schmieren in der Fläche. Aber wir werden das auf jeden Fall beobachten, wann wir hier den Einsatz mit der Hacke fahren, dass wir da dann auch mit der Kamera mit längs gehen, wenn Simon hier reinfährt und das Unkraut da raushackt. Das gucken wir uns dann nochmal an. Ja, Fazit, es ist zu kalt, es ist zu nass und wenn sich da nicht bald was dran tut, dann hat das eventuell auch böse Folgen für unsere Futterversorgung im Winter, weil wir ja doch darauf angewiesen sind, reichlich Futter zu ernten. Und wenn der Mais jetzt nicht in die Gänge kommt, wir sind sowieso schon spät gewesen mit dem Säen, aufgrund der nassen Witterung im Frühjahr, dann sieht es böse aus. Das Grünland hat tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Da kann auch noch einiges nachher wieder rausgeholt werden. Wir waren mit dem ersten Schnitt ja durchaus ein bisschen früher, als wir es normalerweise sind. Ist eine Kacke für meine Reise nach Amerika, weil ich eigentlich ja gedacht hatte, dann sind wir mit dem zweiten Schnitt durch und der dritte ist noch nicht so weit. Jetzt könnte es passieren, dass genau in der Zeit der dritte Schnitt ansteht. Aber das müssen wir dann sehen und dann finden wir da auch eine Lösung für. Wir werden es beobachten müssen, wie es weitergeht. Und das gucken wir uns dann gemeinsam im nächsten Video auf jeden Fall an. Da sehen wir dann, ob die Wetterprognosen gestimmt haben oder nicht. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir beantworten alles, was irgendwie geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch zum Livestream. Mittwochabend. Zum Feierabendbier oder ihr seht mich am kommenden Sonntag spätestens mit einem neuen Video. Eventuell könnte es auch passieren, dass am Donnerstag noch ein Video kommt. Ihr habt ja gehört, Hühner, was hatten wir noch auf dem Plan? Spritzen hatten wir auf dem Plan. Hühnermobil waschen. Wir wollen Bohlen umstellen, Bohlenstall waschen. Also vielleicht schaffen wir es auch Donnerstag auch schon mal ein Video reinzuknacken. Das gucken wir dann mal, wie es läuft und wie ich es auch schaffe, mit dem Schneiden hinterher zu kommen. Also in diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle und bis dann.